Moin zusammen, ich bin Felix und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Heute wird gekocht, wenn ihr wollt, seid live mit dabei. Ich zeige euch auch am Ende, wie es geschmeckt hat. So, das hier sind schon alle Zutaten. Wir haben hier eine Zwiebel, eine Paprika, eine halbe Zucchini nehme ich, eine Möhre, ein paar Pilze, die Kräuter kommen zurück ins Tiefkühlfach, aber die nehme ich auch, Spaghetti und ein kleines bisschen Milch sowie ein bisschen Wasser. So, ich fange mit der Zwiebel an. Dafür schneide ich die Enden hier einfach ab. Dann einmal hier so reingeklatscht. Und dann machen wir das einfach mal hier so in der Mitte. Schwupp. Und machen hier so schmale Streifen. So, die halbe haben wir gesagt. Ich mache das gerne so, dass ich die nochmal halbiere. Und dann so Würfel daraus mache. Paprika. Einfach leicht reindrücken, dann geht der Strunk auf. Dann kann man hier einen kleinen Schnitt setzen, das Ganze aufziehen, aufklappen und der Strunk ist schon draußen. Den Innenraum entfernen und entkernen. Und ich spule das Ganze mal ein bisschen vor. So, das köchelt schon ganz gut. Ich habe jetzt ein ganz kleines Mini-Schuss Öl reingemacht für den Geschmack. Ich möchte jetzt aber auch Röstaromen haben. Das bringt dann den Geschmack, wenn wir es ablöschen. Also ruhig, nicht anbrennen lassen, aber so ein paar Röstaromen schaden hier nicht. So, das erste Mal löschen wir ab mit ein bisschen Gemüsebrühe. Noch ein bisschen rühren. Und dann hier rein. So, und jetzt das Ganze noch mal schön einkochen lassen, nachdem die Gemüsebrühe und das Wasser drin ist. So, wir bereiten schon mal die Nudeln vor. Ah, sieht das gut aus. So, ich habe jetzt hier ein halbes Glas Milch. Und da tue ich jetzt einfach mal ein paar der Kräuter rein. Hier so eine 8-Kräuter-Mischung ist ziemlich gut. Die kann man dann wieder einfrieren. Jetzt schütten wir mal die Milch dazu. Wenn wir das Ganze ein bisschen dicker haben wollen, müssen wir ein bisschen Mehl drauf rieseln lassen. Abschmecken an der Stelle. Jeder mag unterschiedliche Gewürze. Ruhig ordentlich Knoblauch. Ich habe hier jetzt noch so ein Chilisalz gefunden. Und Pfeffer. So, die Soße sieht doch schon super aus. Ich werde die so essen. Und für meine Freundin, die braucht nicht so auf die Ernährung achten, werde ich noch eine kleine Modifikation anwenden. Da gibt es dann diesen Schmelzkäse. Da kriegt sie dann einfach einen Löffel von dazu. Und das wird das Ganze dann noch ein bisschen aufwerten. So, das wäre jetzt die ungesunde Variante, also so einen guten Löffel da rein. So. Gemüsepfanne, Nudelgemüsepfanne in lecker. Die Nudeln sind jetzt gleich fertig. Und dann können wir schon anrichten. Hier dazu packen. Mmh, das sieht doch schon gut aus, Leute. Also ich glaube, zu dem Pasta kann man nichts sagen. Kommen die Nudeln jetzt auch dazu. Schwupp. Und da haben wir die ungesündere Variante für meine Freundin. Mit Schmelzkäse, ein bisschen weniger Nudeln. So, und da sind sie beide nebeneinander. Da kann man nur noch eins sagen, guten Appetit und gegebenenfalls viel Spaß beim Nachkochen. So, und jetzt noch schnell eine Geschmackskontrolle. Ich habe auch echt Hunger.
Kann man echt machen. So ein Pilz hier noch. Und wie hat dein Essen geschmeckt? Ich hatte ja die Variante mit dem Kräuterfischkäse. Und ich muss sagen, Hut ab, sehr, sehr gut gekocht. Ja, wunderbar. Danke fürs Einschalten. Wenn euch das Kochvideo gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.